Grüezi und herzlich willkommen. Wir sind bei der Bergstation der Seilbahn die Achadas da Cruz mit der Fascia da Quebrada Nova, dem Kiesstrand am Meer unten, verbindet und genießen die hervorragende Panoramaaussicht über die westliche Küstenlandschaft Madeiras. Ja, da kommt schon fast Goldgräberstimmung auf. Aufgrund des eher schlechten Wetters heute entscheiden wir uns nicht hinunterzufahren, sondern in der Snackbar Caliau gleich neben der Seilbahn eine kurze Pause einzulegen. Eine zauberhafte Stimmung hier mit dieser wunderbaren Küstenlandschaft. Die grünen Hügel mit ihren steil abfallenden, schroffen Konturen sind schon sehr beeindruckend. Porto Moniz, im äußersten Norden der Insel gelegen, präsentiert einige der schönsten Sehenswürdigkeiten der Region. Neben den majestätischen Bergen und der Oberfläche des Ozeans verzaubert die Gemeinde auch mit dem Charme zahlreicher malerischer Orte in der Umgebung. Wegen der natürlichen Schönheit der vielen Wanderwege, die den Lauri Silva durchziehen, oder den Naturschwimmbädern, Porto Moniz jedenfalls ist ein starker touristischer Anziehungspunkt. Thank you.
Man kann nicht über Portemonnaies sprechen, ohne die natürlichen Schwimmbecken zu erwähnen, deren klares Wasser in ihren vulkanischen Felsen zyklisch erneuert wird. Tja, bei stürmischer See etwas häufiger. Ja, und es ist Adventszeit. Auch in Portemonnaies sind viele fleißige Hände damit beschäftigt, den Ort gebührend auf die Festtage vorzubereiten. Auch in unserem Hotel werden Weihnachtsvorbereitungen getroffen mit großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail. Es ist Zeit für eine Wanderung. Gleich beim Trail-Anstieg zum PR13 Vereda do Fanal hat es einen kleinen Parkplatz, den wir natürlich gerne benutzen. Uns erwartet eine hügelige Wanderroute durch eine zauberhafte Landschaft mit erhöht gelegenen Aussichtspunkten. Beginnend auf der Hochebene von Baldassera erstreckt sich der PR13 Vereda do Fanal abseits der Straße ER209 über 10,8 Kilometer und endet im Fanal. Wanderzeit ist ca. 4 Stunden. Es ist eine ideale Wanderung, ich würde sagen mit mäßigem Schwierigkeitsgrad, und bietet herrliche Aussichtspunkte in einer einzigartigen Umgebung.
Der Mirador Udo Pico das Pedras bietet eine wunderbare Aussicht aufs Meer an der Südküste Madeiras. Okay, vor allem dann, wenn sich der Nebel verziehen würde. Doch auch der Nebel hat seinen Reiz, denn er hüllt die Landschaft in eine ganz spezielle Stimmung. Der große Parkplatz beim Mirador Udo Rabassal an der ER 209 ist der Einstieg zu diversen Wanderwegen, so auch zum PR 6 Levada das Vinci Cinque Fontes, den 25 Quellen. Allerdings, bei dieser Einstiegsvariante wartet erstmal ein Abstieg und beim Rückweg natürlich wieder ein Aufstieg zum Parkplatz. Weitere Wanderwege ab hier sind der PR61 Levada do Risco und der PR62 Levada do Alegrin. Aber bereits der Aussichtspunkt an sich hier ist natürlich ein Besuch wert. Der Vanal liegt zwischen den Bergen von Seychal und Ribeira da Janela und ist ein weitläufiges Waldgebiet, das dich einlädt, in Ruhe zu genießen, was die Natur zu bieten hat. Und im Fanal spielt unbestreitbar der jahrhundertealte, immergrüne Türebaum, der Stinklorbeerbaum, die dominierende Rolle. Der gesamte Lorbeerwald auf Madeira bedeckt ca. 15.000 Hektar der Insel. Der Lauri Silva wurde 1999 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der Parque Florestal Fanal liegt zwischen der Pal da Serra Hochebene und Ribeira da Janela und ist einer der charakteristischen Orte der Insel. Dieser alte Wald hat den Spitznamen Feenwald erhalten. Zwar nicht von mir, aber zu Recht. Der Feenwald ist Teil des großen Lorbeerwaldgebietes auf Madeira. Diese alten Gestalten sind mit Flechten behangen und Moos bewachsen. Das Ganze wirkt wie ein kleiner Ausflug nach Mittelerde. Hier ist es oft kühl und feucht. Vielfach zieht hier auch Nebel durch. Übrigens, bei seiner Entdeckung 1419 war Madeira vollständig bewaldet. Daher hat die Insel auch ihren Namen. Madeira, gleich Portugiesisch für Holz. Wenige Autominuten oberhalb von Porto Moniz ist die kleine Ortschaft Santa Maria Maddalena, die zu Porto Moniz gehört. Speziell ist natürlich neben den malerischen Gebäuden die tolle Aussicht auf den Atlantik. Von Porto Moniz aus fahren wir die Küste entlang Richtung Osten und wollen einige Ortschaften erkunden. Und immer wieder machen wir kurz Halt, um die wilde, natürlich und rau wirkende Küstenlandschaft zu bewundern. Die Küste von Ribeira da Janela bietet einige bewundernswerte kleine Felseninseln, die die Meereslandschaft prägen.
Durch die Gemeinde Ribera da Janela fließt der gleichnamige Fluss. Dies ist der größte Fluss, der sich im Inneren der Insel Madeira gebildet hat. Mitten in den Bergen entspringend, durchquert er die madeirischen Berge, bis er in den Atlantik mündet. Die Natur an der Nordküste Madeiras ist einfach umwerfend schön. Auch die Lage Seychal kann nur als traumhaft bezeichnet werden. Die natürlichen Becken vulkanischen Ursprungs zeichnen sich durch die Schönheit der umliegenden Landschaft aus. Zwischen Berg und Meer ist hier der richtige Ort, um sich zu entspannen und Spaß zu haben. Tja, wer steile Straßen sucht, der wird auf Madeira sehr schnell fündig. Seychal ist ein ruhiges Küstendorf im Norden Madeiras, geschützt durch eine grüne, bergige Umgebung mit einem dunklen Kiesstrand, den Naturpools und einem der schönsten Wasserfälle der Insel, dem Voy da Noiva, auf Deutsch Brautschleier. Da könnte man so friedlich dösen, wenn nur die lästigen Insekten nicht wären. Thank you.
Auch ein beeindruckender Wasserfall, der Cascata Agua d'Alto. Er mündet direkt neben der Küstenstraße und befindet sich ebenfalls zwischen Seixal und São Vicente. Die Gemeinde São Vicente hat derzeit rund 6'000 Einwohner, die sich auf die drei Orte Boaventura, Ponta Delgada und São Vicente verteilen. Die grüne Landschaft dieser Region ist auch von den Spuren vulkanischer Kräfte und der Erosion ihrer Hänge geprägt. Etwas weiter östlich liegt Ponta Delgada. Dieser Ort ist für die Fruchtbarkeit seiner Böden bekannt. Auf diesem Gelände, hügelig, aber sorgfältig bearbeitet, werden einige der typischen Köstlichkeiten der Insel hergestellt. Ponta Delgada ist bekannt für sein Meeresschwimmbad und durch die fantastische Nähe und Aussicht auf die Berge und das Meer. Aber auch immer mehr Surfer strömen hierher, angezogen von der Wucht des Meeres, das diesen Bereich der Nordküste Madeiras umspült. Ja, und mit diesen Bildern von Ponta Delgada und seiner Küste sind wir am Ende dieser Episode angelangt und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Dein Kommentar freut mich genauso wie dein Like und dein Abo. Und ja, drücke einfach die Glocke. Dann, du weißt es, verpasst du künftig keinen meiner Filme. Und schau dir doch gleich die Vorschau auf den dritten Teil an, denn Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wir sind weiter unterwegs auf der ER 101 Richtung Osten, bestaunen die wunderschönen Dörfer und die teilweise recht risikobehaftete Lage der Gebäude. Besuchen den Ort Santana und betrachten die typischen Madeira-Häuser, die traditionellen Steinhäuschen mit einem bis auf den Boden reichenden Giebeldach. In Caniso dann die wunderschöne vulkanische Küste mit herrlichen Hotelanlagen. Wandern auf dem PR 8 Vereda da Punta da São Lorenzo in einer traumhaften Landschaft. Dann natürlich Funchal. Wir schlendern dem Hafen entlang, beachten das Cristiano Ronaldo Museum, besuchen Parks, natürlich den Markt und die quirlige Altstadt. Und dann das Unvermeidliche. Am Flughafen nehmen wir Abschied von der Insel, aber natürlich gibt es noch viel mehr zu erkunden.
Wir sehen uns bald wieder und bleib munter.